Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Investitionen in E-Commerce oder in E-Commerce. Wann lohnt es sich? Mein Name ist Michael Döhler, ich bin Head of Sales bei der Firma IntelliShop und zum Start, vielleicht einmal machen Sie sich schon mal ganz kurz mit dem Chat vertraut und schreiben einmal ganz kurz rein, ob ich gut zu verstehen bin und ob man mich gut sieht und ob Sie die Folien sehen. Einfach mal kurzes Ja oder Nein, Technikcheck. Dann haben wir das. Alles perfekt, super, passt, sehr gut. Dann legen wir direkt los. Genau, wir haben heute ein spannendes Spektrum vor uns und wir haben einen sehr großen Schwerpunkt gelegt auf die Success Stories beziehungsweise unsere Kundenbeispiele, ja, weil wir ja, das hatten wir ja angeteasert im Webinartext, dass wir uns so ein bisschen the reason why, das ist jetzt eher theoretischer Natur, da habe ich dann auch gleich nochmal eine kleine Frage für Sie vorbereitet, aber wir schauen uns dann auch nochmal an, wo das Ganze in ein Gesamtkonzept sozusagen hineinpasst, weil ja viele von Ihnen vielleicht auch schon unterschiedlichste Dinge im E-Commerce-Bereich tun. Und dann, wie gesagt, Case Studies, Success Stories und hinten raus mal einen kurzen Ausblick, wie man sowas dann auch umsetzen kann und wie sowas dann auf einem Projektplan aussieht. Aber vielleicht zum Start einmal ganz kurz vorweg die kurze Vorstellung, wer ist denn überhaupt die IntelliShop? Die IntelliShop ist 2004 gegründet, hat knapp 40 Mitarbeiter am Standort in Karlsruhe, 100% E-Commerce-Leidenschaft, das eint uns hier als Company, als Mannschaft und mittlerweile über 500 Commerce-Lösungen unterschiedlichster Natur, vom Webshop, der Mobile-Applikation, alles ist da sozusagen mit dabei, was wir mittlerweile sehr erfolgreich eben umgesetzt haben. Unsere Kunden sind in verschiedenen Fokusbranchen, sortieren wir die ein. Was sie alle eint ist, wir sprechen hier über den typischen deutschen Mittelstand. Wir haben dort Medizintechniker, Elektrotechniker, Maschinenanlagenbauer, Bauelemente, Werkzeughersteller und technischen Großhandel. Besonders heraussticht zum Beispiel im Bereich Maschinenbau sowas wie eine System Air oder in der Elektrotechnik sowas wie eine Schmersal oder im technischen Großhandel die Nordwest-Gruppe, die wir dort eben als Kunden gewinnen konnten. Wenn man sich anschaut, wie das ganze Thema E-Commerce sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dann, wenn Sie vielleicht eins unserer anderen Webinare schon gesehen haben, dann haben Sie dort gesehen, in den letzten Jahren haben wir dort insbesondere in dem interaktiven Online-Shop-Bereich ein Wachstum von knapp 340% hingelegt in den letzten 6-7 Jahren. Das heißt, das wächst deutlich schneller als der Gesamt-E-Commerce-Markt, wo auch so Sachen wie zum Beispiel EDI oder Schnittstellenthemen noch mit hinzu addiert werden. Und man sieht hier einen Ausblick auf die nächsten Jahre, wo wir sehen, dass sich von dieser Studie, die hier durchgeführt wurde aus dem Jahr 2018, 2019, der Umsatzteil sich hier entwickeln wird ins Jahr 2025 auf 13%. Wir schätzen mittlerweile in Abstimmung mit unserem IFA Köln, mit dem wir ja auch Initiativen haben, wie dem B2B-Konjunkturindex, dass sich diese Zahl nochmal deutlich nach oben korrigieren wird durch den Corona-Effekt. Also, dass wir jetzt einfach gesehen haben, dass sich durch diese Pandemie sich jetzt hier alles sehr schnell in Richtung Online eben bewegt. Und das führt mich jetzt auch gleich zu den typischen Einstiegspunkten und Problempunkten. Und die gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Und dann habe ich, wie gesagt, da noch eine kleine Frage. Also wann lohnt sich eigentlich E-Commerce im B2B-Bereich? Und da habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben, was uns denn unsere Kunden, unsere Interessenten und unseren Gesprächen uns mitgegeben haben, uns gesagt haben. Punkt 1, Corona ließ meine Umsätze einbrechen. Mein Unternehmen ist nicht krisenfest. Punkt 2, meine Bestellabwicklung ist nicht automatisiert und läuft heute via Telefon, Fax und E-Mail. Punkt 3, es werden jedes Jahr mehrere tausend Kataloge, also Printkataloge, an meine Kunden verschickt. Punkt 4, meine Kundenzufriedenheit leidet unter der fehlenden Transparenz, schlechten Erreichbarkeit oder Ähnlichem. Und Punkt 5, ich verliere Neukunden an den Online, in Klammern, Wettbewerb. Ja, und das sind sozusagen so die Hauptpunkte, warum sich Unternehmen mit dem Thema E-Commerce in der Tiefe auseinandersetzen oder wir dann auch in Beratungsgesprächen an diesen Punkten letztlich dann ansetzen, um so eine E-Commerce-Strategie vorzubereiten oder die Einführung einer Plattform vorzubereiten. Und einfach mal die Frage an Sie an dieser Stelle, finden Sie sich in einem dieser Punkte wieder, vielleicht auch da ja oder nein? Und wenn ja,
Sie mögen vielleicht auch noch die Zahl 1, 2, 3, 4 oder 5. Einmal ganz kurz in den Chat bitte reinschreiben. Ja, da sind Sie noch etwas verhalten. Ich erkläre vielleicht noch dem einen oder anderen Punkt dazu. Also wir haben zum Beispiel, währenddessen Sie nachdenken oder tippen, einmal noch die zu den jeweiligen Punkten. Was sind so also die Überlegungen da hinten dran? Also zum einen kann man mit E-Commerce natürlich sehr einfach in neue Umsatzkanäle respektive auch neue Branchen sich hervortasten. Also wir haben dort sehr, sehr häufig nicht nur neue Branchen, sondern auch das Thema Internationalisierung sehr häufig, dass wir hier mit unseren Kunden besprechen. Also wie kann ich mich internationaler aufstellen? Wie kann ich vielleicht meine Leistung, meine Produkte in anderen Märkten, in denen ich heute vielleicht noch nicht aktiv bin, beispielsweise Osteuropa, eben duplizieren? Und da habe ich mittels E-Commerce eben einen deutlich einfacheren Einstieg, als wenn ich jetzt einfach vor Ort einen ganz klassischen Vertrieb, Direktvertrieb oder Handelspartnervertrieb entsprechend aufbauen würde. Ich kann natürlich auch meinen Handelspartner dahingehend sehr stark unterstützen oder auch mein eigenes Geschäft sehr stark unterstützen. Und das geht dann insbesondere auch in den Punkt 2 mit hinein, dass ich sehr viele Prozesse automatisieren kann und die heutige Kommunikation, die meistens sehr asynchron eben läuft, dann eben digitalisieren und deutlich interaktiver gestalten. Ich kann mir viele Print-Erstellungskosten aussparen und das ist ja gerade in dem aktuellen Jahr sicherlich ein Riesenthema, wo man überlegt, okay, wird mein klassischer Printkatalog überhaupt meinen Kunden noch erreichen, wenn ich den jetzt verschicke? Oder ist das Thema dann eigentlich, hat sich das mehr oder minder in Luft aufgelöst? Und natürlich das Thema Kundenzufriedenheit, was sehr stark leidet unter der fehlenden Transparenz, schlechten Erreichbarkeit. Es gibt Unternehmen, das haben wir gerade in einem Lockdown 1 gesehen, wo Unternehmen in Schichtbetriebe gewechselt sind und der Kundenservice bei potenziellen Kunden von uns dann nicht mehr so reagieren konnte, weil er teilweise auch gar nicht mehr im Büro war, weil es die Arbeitszeitmodelle eben nicht so hergegeben haben, so flexibel darauf zu reagieren. Und da insbesondere der Online-Wettbewerb sehr stark eben angezogen hat. Das sieht man auch, wenn ich mal eine Branche nehmen darf, zum Beispiel in dem technischen Großhandel, respektive Werkzeug- und Baustoffbereich. Da gibt's die Pure-Player, wie zum Beispiel eine Contorion, aber auch die schon sehr gut aufgestellten technischen Großhändler, wie zum Beispiel eine Hoffmann-Gruppe, die eben hier deutlich gut unterwegs waren. Auch eine Wirt zum Beispiel, die 30-40% ihres Umsatzes mittlerweile über E-Commerce-Kanäle eben einfahren. Und wenn man sich das erste und zweite Quartal dort anschaut, sind die quasi an so einer Nulllinie entlang geschrammt und hatten nicht dieses Problem, was man da zum Beispiel dort oben sieht, Corona ließ meine Umsätze einbrechen, das war da sehr gut gecovert. Und ich will insbesondere nochmal auf den vierten Punkt hier eingehen, das Thema Kundenzufriedenheit, was sozusagen dahinter steckt. Und zwar B2B-Commerce stärkt eben nachhaltig ihre Kundenbindung und damit auch die Kundenzufriedenheit. Also man überführt sozusagen das Sortiment, die Sortimentstransparenz in Form von Teilsortimenten, die heute vielleicht ein Kunde kennt oder für die ein Kunde aufgeschaltet ist oder eben Kataloge oder Excel-Listen oder WME-Dateien bekommt in ein Vollsortiment. Man hat Preise, die immer in Echtzeit für den Kunden kalkuliert werden. Wir haben eine Echtzeitverfügbarkeit und damit eben zwei ganz klare verkaufsentscheidende Merkmale an Produkten, warum Kunden heute bei Ihnen bestellen. Wir haben Updates, also wir sind immer up to date mit den Produktdaten und den Produkten. Wir haben Bestellwege, die direkt in Ihr ERP-System hineinführen und die Kundenerfahrung ist dauerhaft personalisiert, weil eben bereits bei ersten Kampagnen der Kunde direkt abgeholt wird, dem direkt was offeriert wird, was eben seinem Need entspricht und
Das führt ihn dann weiter in seine Preise, in seine Verfügbarkeiten. Vielleicht gibt es auch Konsignationslager, die ich anzeigen kann. Also diese ganze Transparenz bis eben in das Thema B2B-Kundenportal, wo der Kunde sich selber im Zweifel seine Rechnungen abrufen kann, wo er sich selber seinen Lieferschein generieren kann, wo er sich selber eine Reklamation erstellen kann. Das erleichtert das Arbeiten untereinander sehr, sehr stark und führt natürlich zu einer deutlich erhöhten Kundenzufriedenheit versus ich habe heute eben den Service und den will ich gar nicht in Abrede stellen, der ist sehr, sehr wichtig, gerade in der aktuellen Zeit, dass man dort einen sehr, sehr guten Service liefert, aber man merkt auch einfach, dass der Service jetzt an gewissen Limits angekommen ist und es ist ja nicht abzusehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Weihnachten alles vorbei, sondern uns wird das ganze Thema Service und die Wichtigkeit von Service auch noch im nächsten Jahr sehr, sehr stark begleiten und da kann man eben für eine deutliche Entlastung und eine deutliche Steigerung der Kundenzufriedenheit, also eine Win-Win-Situation für beide Parteien an der Stelle eben sich drum kümmern. Wie ordnet man das Ganze jetzt ein? Weil vielleicht haben Sie auch, ich versuche es nochmal mit einer Frage, das hat ja gerade noch nicht so gut geklappt. Ich bitte Sie an der Stelle einfach nochmal ganz kurz in den Chat hineinzugreifen. Wer setzt denn von Ihnen heute schon EDI-Sachen oder My Open Factory oder ähnliche Middleware-Lösungen ein, um sich mit seinen Kunden zu vernetzen? Da vielleicht auch einfach mal ein kurzes Ja oder Nein hineinschreiben. Das wäre wirklich klasse, währenddessen ich das vielleicht ausführe. Also die Idee ist, dass man eben diese bestehenden Lösungen sehr stark unterstützt und insbesondere in den deutlich größeren Teil hineingeht, wo man eben kleinere B2B-Endkunden hat, wo man Händler hat, wo man vielleicht einen Großhandel hat, der heute oder einen Fachhandel hat, der heute die B2B-Endkunden umsorgt und kümmert, dass man die mit integriert, mit einbindet in sein Gesamtkonzept und eben hier zu einer deutlichen Kundenzufriedenheitssteigerung und einer Umsatzsteigerung entsprechend auch führt. Das Ganze tut man nicht jetzt mit dem klassischen Großkundenvertrieb oder generell mit ihren Vertriebsmechanismen auch erledigen, sondern da ist das Marketing sehr stark gefordert, um eben die Kunden hier mit einzubinden. Und trotzdem ragt es auch oben in die Key Accounts hinein, indem man nämlich die bestehenden Verknüpfungen, EDI-basiert, My Open Factory-basiert etc. pp. Mittels Punch-Out-Technologie haben wir auch ein Spezialwebinar dazu. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie einfach mal ganz kurz auf unserer Webseite im Nachhinein vorbei. Da gibt es alle Details zu Punch-Out, was das ist, wie das funktioniert, wie man sich dort mit Großkunden besser integrieren kann. Gut, ich sehe schon, Sie sind im Chat noch nicht so 100% bei mir oder lauschen sehr gespannt. Was ich sehr gut finde. Von daher gehen wir einfach mal direkt weiter. Wir schauen uns einmal ganz kurz an. Und zwar habe ich hier eine Hypothese mal aufgestellt. Mit B2B E-Commerce erzielen in Teddyshop-Kunden 10-mal mehr Umsatz. Und das ist nicht nur eine Hypothese, die jetzt hier für das Webinar gilt, sondern die können wir beweisen über unsere diversen Success-Stories, die wir uns im Anschluss gleich anschauen. Und wir schauen uns einfach mal ganz kurz an, wie sowas funktionieren kann. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, Sie haben einen Kunden mit 5.000 Euro Jahresumsatz, Sie haben einen Kunden, der Kunde hat in etwa 250 Mitarbeiter. Die Bestellung erfolgt heute, wie beschrieben, per Fax, E-Mail oder Telefon. Es gibt primär einen Besteller und einen primären Vertriebsaußendienst oder Innendienstkontakt. Nennen wir sie mal Frau Müller, die sozusagen immer mit dem Herrn Schmidt bei ihrem Kunden telefoniert und die Frau Müller schickt ihm dann immer einmal pro Jahr einen Excel oder einen BME-Card mit den Produktinformationen und ich sag jetzt mal einmal im Quartal eine neue Preisliste, vielleicht auch Excel-basiert zu und daraufhin bestellt dann der Herr Schmidt bei der Frau Müller per Telefon, E-Mail oder Fax. Was ändern Sie? Sie schalten für den Herrn Schmidt, die ja einen Online-Shop auf. Idealerweise verknüpfen Sie sich auch direkt in das ERP-System hinein. Sagen wir mal, er nutzt auf seiner Seite, so wie Sie vielleicht auch, SAP für die Bestellung oder die Abwicklung und das Sourcen, also das Bestellen bei seinen Lieferanten. Was erhält Ihr Kunde durch diese Änderung? Grundsätzlich kann er auf einmal das gesamte Sortiment für alle Mitarbeiter aufschalten. Also Sie haben nicht mehr diesen Gatekeeper, den Sie heute im Unternehmen haben, wo eben die Frau Müller mit dem Herrn Schmidt dann telefoniert und irgendwie Sachen auskaspert oder der Bedarf sozusagen bei ihm gesammelt wird, sondern Sie können das in die bestehenden Beschaffungsprozesse in diesem Unternehmen sehr einfach integrieren. Damit kann jeder Mitarbeiter, der darauf aufgeschaltet ist, und das sind fast alle Mitarbeiter, wenn man so ein Einkaufssystem einsetzt, kann dort letztlich dann bestellen. Der bisherige Bestellprozess wird damit auch komplett automatisiert und man behält als Kunde
Echtzeitzugriff auf mein Sortiment. Also ich muss mich nicht mehr mit diesen Katalogmonstren, Excel, OBME-Cut, etc. pp. Rumschlagen. Ich bekomme direkte Preise kalkuliert für meinen Bedarf. Vielleicht kriege ich sogar dann Staffelpreise oder Promotions, die ich dann machen kann, also nochmal Sonderrabatte, wenn dort ein neues Produkt eingeführt wird oder eine entsprechende Kampagne läuft, und ich bekomme direkten Zugriff auf die Verfügbarkeiten. Also ich sehe direkt auch, okay, was kostet mich das jetzt, wenn ich davon 100 Stück bestelle, und sind die 100 Stück überhaupt lieferbar und bis wann sind sie denn lieferbar? Was ist der Effekt da drauf? Also wir sind ja mit 5.000 Euro Jahresumsatz mal gestartet. Wie steigert man den dann auf 50.000 Euro? Also wir sehen deutlich mehr durch deutlich mehr Bestellanforderungen einen Faktor 4 Steigerung. Wir sehen dadurch, dass das Sortiment einfach breiter und bekannter wird, ja, und nicht mehr sozusagen diese Pareto-Regel, die wird dann so ein bisschen ausgehebelt, dass man dass 80% sozusagen auf 20% des Sortiments laufen, 80% der Bestellungen, sondern dass man auf einmal feststellt, ah, hoppla, mein Lieferant, mein Händler, mein Hersteller, der liefert ja noch Zubehör, Ersatzteile, andere Produkte, anderes Sortiment, und wird da deutlich bekannter sozusagen innerhalb des Unternehmens. Man erzeugt dadurch irgendwann auch einen, oder man bekommt dadurch irgendwann auch einen Preferred Supplier Status und erzeugt damit innerhalb des Unternehmens einen Bestellzwang, weil das dazu führt, dass Unternehmen natürlich diese Preise, die sie zum Beispiel durch diesen Umsatzsteigerungen entsprechend neu ausgehandelt haben, natürlich auch halten wollen, und durch die Echtzeitanzeige von Preisen und Verfügbarkeit hat man schon mal mindestens die Verdopplung des Umsatzes, weil Kunden sich eben deutlich A, schneller entscheiden, B, für sie hier entscheiden, weil sie eben direkt sehen, okay, wann ist was lieferbar, okay, das ist jetzt, morgen könnte ich die Sachen zum Beispiel schon bei Ihnen haben mit Overnight-Shipping, und das Ganze kriege ich vielleicht sogar noch zu einem entsprechenden Rabatt oder zu einem Spezialpreis oder zu meinem Kunden individuellen Preis entsprechend auch angezeigt. Gut, ich gehe einmal direkt in die Success-Stories hinein. Also wir fangen an mit unserem Kunden Jordan. Da war eine der größten Herausforderungen zum Start das Thema Produktdaten. Das heißt, hier wurde E-Commerce zusammen eingeführt mit einer PIM-Lösung. Das war sozusagen so die technische Herausforderung, erstmal die Sollbruchstellen, Produktdaten zu lösen. Dann ging es direkt weiter mit, wie kann ich das eigentlich aufschalten? Und ich habe Ihnen hier nochmal die Details mitgebracht. Also zum Anfang stand im Mittelpunkt erstmal eine Bestellmöglichkeit zu vereinfachen, wie der Handel bei Jordan im ERP-System Bestellungen platzieren kann. Dafür wurde ein Händler-Online-Shop aufgesetzt. Im zweiten Schritt wurde dann diese Lösung für die Händler zur Verfügung gestellt, weil man gesagt hat, naja, wenn das für Jordan interessant ist als Hersteller, dann ist das sicherlich auch für die Fachhändler interessant, um sozusagen von der Web-Visitenkarte in Anführungsstrichen bis zum vollumfänglichen Online-Shop hier auch eigene E-Commerce-Erfahrungen oder seine eigene E-Commerce-Strategie anfangen, im Kleinen als Fachhändler eben umzusetzen. Da hat man dann sehr viele Mandanten aufgeschaltet, und jetzt ist sozusagen so, dass die vorletzte Phase des Endgames angebrochen bei Jordan, indem man hier einen Endkundenmarktplatz unter der Marke oder unter der Handelsmarke Joker und Inku, Joker in Deutschland, Inku in Österreich, lanciert hat. Und da kann man als Endkunde sich sozusagen direkt sein Laminat, seinen Bodenbelag heraussuchen, kann in diesen Marktplatz hineingehen, sieht dann dort, okay, was gibt es dort, was für Produkte gibt es dort, kann dort dann ein Angebot anfragen. Dieses Angebot landet bei dem jeweiligen Fachhändler in einem Cockpit, das wir zur Verfügung gestellt haben. Und da kann man sich dann sozusagen als Fachhändler nochmal drum kümmern, den Kunden nochmal mit Rückfragen im Zweifel befragen, nochmal eine zusätzliche Dienstleistung hineinpacken und dann ein passgenaues Angebot für den Kunden schnüren. Und in der nächsten Ausbaustufe und in der letzten Ausbaustufe wird es so sein, dass hier auch Fremdsortimente noch mit reingenommen werden. Da ist eher das Problem zurzeit, Henne-Ei, sage ich jetzt mal, also das klassische Problem. Ich brauche erstmal einen gewissen Teil an Sortiment in meinem System drin, um sozusagen dann im nächsten Schritt hinzugehen und hier ein passendes, erweitertes Produktspektrum anbieten zu können. Also da kümmert man sich zurzeit eher darum, wie kriege ich dort zusätzliche Fremdsortimente über den Fachhandel entsprechend in das System hinein, um das dann in einem nächsten oder einer weiteren Ausbaustufe entsprechend aufzuschalten.
Nächstes Beispiel und was war da die größte Hürde und wie wurde die gemeistert? Die größte Hürde bei unserem Kunden Gemü, vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zum Gemü selber. Also Gemü ist ein Hersteller von Ventiltechnik im weitesten Sinn. Es gibt auch noch diverse andere Produkte, aber das ist so deren Ursprung, deren Hauptproduktkategorie, Ventile herzustellen. Die Ventile oder die Produkte, die Gemü hat, das sind über 60.000 Stück mit über 10 Millionen Attributen, die gibt es faktisch nicht auf Lager. Ja, und das heißt, bisher war immer das Problem, naja, ich kann ja gar keinen klassischen Online-Shop machen, weil ich brauche ja sozusagen eine Verfügbarkeit, ich brauche einen Preis, ich brauche eine Verbindlichkeit. Wenn jemand bestellt, dann sollte er ja wissen, wann er es bekommt. Das ist eine der Kernanforderungen von Gemüs Kunden, weil die Produkte werden ja nicht einfach nur aus Jux und Tollerei bestellt, sondern da muss halt irgendwas getauscht werden oder erweitert werden oder geplant werden oder irgendwas verbaut werden in einer anderen größeren Anlage oder Maschine. Und dafür wurde letztlich dann hier eine sehr tiefe Integration in die Backend-Systeme realisiert. Also wir gehen ja wirklich Hand in Hand mit dem PSI Penta ERP-System, das Gemü einsetzt, um was zu machen. Wenn man sich ein Produkt ausgesucht hat, dann wird dieses Produkt in den Warenkorb gelegt, dann wird für dieses Produkt mit dem Hineinlegen in den Warenkorb eine Bestandsabfrage gemacht, eine Kalkulation gemacht und zwar eine komplette Produktionsplanung eigentlich nach vorne hin durchgerechnet, um dem Kunden dann einen verbindlichen Fertigstellungstermin zu nennen. Das Ganze wird dann auch für den Kunden reserviert. Solange wie er sich sozusagen im Checkout befindet, ist das gesperrt, diese Produktionskapazität, diese Teile. Und der Kunde kriegt eben direkt eine Aussage, kann dann auch Teillieferungen machen. Wenn er zum Beispiel, sagen wir mal, er braucht 1.000 von diesem Ventil für seine Anlage, dann kann er eben 500 zu einem Zeitpunkt X sourcen oder 200 und dann nochmal 200 oder 500 zu einem späteren Zeitpunkt. Das geht hier Hand in Hand und das hat sozusagen die E-Commerce-Plattform auch auf eine Ebene gehoben mit dem Innendienst und dem Außendienst, weil es ist jetzt kein Nachteil mehr zu jemandem, der direkt vor dem ERP-System sitzt und hier was eintippt, sondern der Kunde kann eben direkt eine verbindliche Bestellung aufgeben, die dann auch mit den verbindlichen Daten entsprechend umgesetzt und angezeigt wird. Nächster Kunde, die Firma Wieland Elektrik aus Bamberg. Wir haben hier als größte Herausforderung, so ähnlich wie beim Jordan, im ersten Schritt das Thema Produktdaten und Produktdatenintegration gehabt. Das war sozusagen so der Auftakt. Da wurde dann ein ganz klassischer Online-Katalog lanciert, der dann auch maßgeblich erstmal von den internen Abteilungen genutzt wurde. Das war so der Kick-off in den E-Commerce-Bereich. Mittlerweile ist es so, dass wir hier auch eine sehr, sehr tiefe ERP-Verzahnung haben mittels SAP-Anbindung, dort dann auch direkte Bestellungen entgegennehmen und die dann auch entsprechend hineingeleitet werden. Und ein Punkt, der da wirklich heraussticht in der ERP-Integration, in der SAP-Integration, ist der Fakt, dass wir hier einen nahtlosen Pfad auch für das Projektgeschäft geschaffen haben. Und wir sehen das immer wieder, dass es eben eine Unterteilung gibt. Es gibt Unternehmen, die haben ein sehr starkes serielles Standardgeschäft, sage ich jetzt mal, also wo eben Produkt nach Schema F produziert wird und dann entsprechend verkauft oder gekauft werden kann. Und es gibt eben das deutlich ertragsreichere und aber auch für das Unternehmen bekanntere Projektgeschäft, das dann auch nicht über den Fachhandel läuft, sondern in der Regel direkt über den Hersteller läuft. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, wenn Sie sich den Berliner Fernsehturm vorstellen. Dann ist dort ein Großteil der Schaltungselektronik, die dort drin verbaut ist, von der Firma Wieland Elektrik gemacht worden als Projektgeschäft. Und dafür sozusagen hier so eine Bestellung abzuwerfen, war immer bisher ein riesiges Unterfangen. Man musste mit dem Außendienst kontakten, der hat dann ein Angebot gestellt und dann war das Problem, naja, dann hat das ein paar Tage gedauert, dann ging das hin und her, dann haben sich vielleicht noch kleine Formfehler eingeschliffen, also die Mengen wurde falsch abgetippt oder so und dann musste es dann permanent korrigiert werden und nochmal abgesichert und abgestimmt werden. Also ein sehr langwieriger Prozess, langwierig, um das mal zu quantifizieren für Sie, das lief so zwischen 2 und 4 Wochen ab. Und wir haben hier mittels einem Konfiguratorhersteller, einem Partner, der IT-Motive, einen Konfigurator lanciert. Die kümmern sich sozusagen um das Build-to-Order im Frontend, wo ich dann so eine Schiene, wie ich sie in solchen Schaltschränken vorfinde, konfigurieren kann, die unterschiedlichen Schalter dort drauf platzieren kann
und dann darauf aufbauend eine Build-to-Order-Bestellung direkt ins SAP, auf die SAP-Konfigurationslogik. Da kümmern wir uns dann wieder darum, wenn wir das aus dem Konfigurator übernehmen, das dann nahtlos in die Systeme zu übergeben. Und das führte zu einer Verkürzung um Faktor 4, also vorher von 2 bis 4 Wochen auf 2 bis 4 Arbeitstage, wo so eine Bestellung jetzt durchlaufen kann. Und das ist insbesondere in diesem Kleinteiligen, also wenn ich jetzt natürlich einen Berliner Fernsehturm nochmal neu verkabeln möchte, dann würde ich da auch mit einem Projektleiter von Wieland in Kontakt treten, weil das sind ja dann auch größere Volumina und größere Sachen und da müssen ja dann zigtausende von Schaltelementen geplant werden. Das ist dann wirklich halt sehr großes Individualgeschäft. Klar, Haken dran, darüber sprechen wir jetzt hier im E-Commerce-Kontext nicht, aber wenn ich zum Beispiel davor stehe, als, sagen wir mal, Hausmeister von diesem Fernsehturm und muss da irgendwie einen Schaltschrank ersetzen oder muss da einzelne Schaltelemente, Schaltschienen ersetzen oder erweitern, dann kann ich das jetzt eben auch vollkommen selbstständig machen und mir hier eben solche Produkte zusammenstellen. Nächstes Beispiel, Firma Kaut Bullinger aus dem Münchner Umfeld. Alle, die in Süddeutschland im Münchner Kreis unterwegs sind, kennen sie vielleicht. Da haben sie einen sehr großes Büro-Endkundengeschäft auch mit Fachmärkten, Fachmarktzentren, wo man hingehen kann und sich alles rund um Schreibwaren besorgen kann. Aber es gibt eben auch einen sehr, sehr umfangreichen B2B-Bereich, der für Kaut Bullinger auch der strategisch wichtigste Bereich ist. Und wir hatten hier die Herausforderung, dass Kaut Bullinger in einem Verband organisiert war. Vielleicht kennen Sie das vielleicht auch, wenn Sie technischer Händler sind und dort Verbandstechnologie einsetzen. Und dann werden Sie irgendwann so erfolgreich und so groß, dass Sie sozusagen das Gefühl haben, okay, ich mache hier einen Löwenanteil des Verbandsumsatzes aus und ich kriege hier quasi aber nur Wert behandelt sozusagen wie der kleinste Händler auch. Und da gibt es dann keine großen Unterschiede. Das ist aus Verbandssicht natürlich nur fair und nur richtig, aber irgendwann aus Unternehmenssicht muss man sich fragen, ob das Konzept dann noch zu einem passt. Das hat Kaut Bullinger auch getan und sie haben sich dann irgendwann entschieden dazu, das passt nicht mehr zusammen und haben sich von dem Syndikenverband an der Stelle getrennt. Und da war die Herausforderung, dass eben Kaut Bullinger auch E-Commerce-Technologie einsetzt, gerade in dem B2B und für sie eben strategisch sehr wichtigen B2B-Bereich von der Firma Söniken, also dieses ganze Premium-Geschäft, wie sie es nennen, wurde dort eingesetzt und das musste innerhalb von 12 Monaten komplett migriert werden und ich rotiere hier gerade nochmal zurück, weil hier sieht man so schön die Zahlen, also es sind über 1500 Großkunden, über 25.000 Einzelkunden, die dort migriert werden mussten und das können Sie sich vorstellen, das ist ja in 12 Monaten von A nach B, das ist ja nicht nur, ich habe 12 Monate technisch Zeit, um so ein Projekt zu realisieren mit PIM-Schnittstelle und so weiter und so fort, sondern ich muss ja dann auch noch die Kunden umstellen, migrieren, informieren, gegebenenfalls kann ich nicht alle Daten oder alle Prozessinformationen migrieren, also da war doch das Thema Migration die größte Challenge an der Stelle und die Zeitachse. Wir haben innerhalb von 6 Monaten mit unserer Standardsoftware und unseren Standardprojektvorgehensmodellen hier es geschafft, das Projekt hinzustellen. Technisch war es dann ready und innerhalb von 3 bis 4 Monaten hatte Kaut Bullinger dann 80% der Kunden migriert und den Rest dann bis Weihnachten. Also sie haben es dann innerhalb von diesem Jahr geschafft. Kickoff war im Januar, diese Migration dann auch mit dem Teddyshop an der Stelle zu stemmen. Und hier nochmal ein letztes Beispiel. Die Firma Amphenol Tuchel. Amphenol Tuchel ist Steckerhersteller. Es gibt ja in Deutschland den großen Marktführer mit Mennekes, kennen Sie vielleicht. Und Amphenol ist hier sozusagen die Nummer 2 in Deutschland. Also wenn Sie Elektromobilität und so weiter, Stecker da, dann kann es gut sein, dass Sie den Amphenol-Stecker schon mal in der Hand hatten. Und das ist so aufgesetzt, dass Sie hier mittlerweile über einen Online-Shop eben selbstständig sehr gut bestellen können auch. Und das Problem bei solchen Steckersachen ist immer, wie finde ich das richtige Produkt für mich, weil da gibt es eben eine zigtausendfach ausgeprägte Merkmalslandschaft und Elektriklandschaft und sehr viele Detailattribute und das war auch eins der Hauptprobleme zum Start, dass bei Amphenol das Thema Daten und Datensysteme hintendran auch nicht E-Commerce-ready waren. Das hat man dann in Zusammenarbeit mit uns sehr, sehr gut hinbekommen. Das heißt konkret was? Also wir haben hier
eine ERP-Schnittstelle, um sozusagen die Bestände, die Materialdaten abzufragen. Hier wurden auch die Attributs- und Klassifizierungsdaten, die im SAP-System vorherrschen, sehr, sehr gut aufgebohrt und für den Kunden aufbereitet, sodass man hier darauf aufbauend dann eben E-Commerce auch wirklich machen konnte. Und dann natürlich großes Lob an die an den Kunden, am Finno selber, der hier sehr viel Arbeit das Ganze dann eingepflegt hat in Deutsch und Englisch und mittlerweile eben das Ganze auch über so Translation-Services wie DeepL hier mittlerweile auch international entsprechend unterschiedlich übersetzt wird. Genau, das an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz zu unseren Kunden und was so Herausforderungen waren. Und Sie sehen schon, das Spektrum ist sehr unterschiedlich und keinen dieser Kunden hat es abgeschreckt, hier im E-Commerce den nächsten Schritt zu tun. Und das ist auch das, was ich immer in unseren Gesprächen, in unseren Expertengesprächen unseren Kunden mitgebe. Lassen Sie sich nicht abschrecken von Ihren Herausforderungen, sondern lassen Sie uns damit kreativ umgehen, um hier Lösungen zu finden, weil es gibt für jedes Problem eine gute Lösung und in der Regel auch eine gute Abkürzung, die man dann nehmen kann, um hier eben sehr erfolgreich in den E-Commerce einzusteigen, einen Achtungserfolg zu erzielen und auf Basis dessen dann letztlich den nächsten Schritt zu machen, weil auch das sieht man jetzt hier, es eint letztlich alle Kunden, dass man erstmal den ersten Schritt gemacht hat, dass man die größte Challenge erstmal gelöst hat. Ja, da sind teilweise viele Integrationsthemen dabei, da sind teilweise aber auch Datenprobleme sehr stark dabei. Und dass man sich weniger darum kümmern sollte, jetzt noch irgendwie den goldenen Wasserhahn im Frontend dran zu schrauben oder so, das belohnen Kunden, Endkunden in der Regel erstmal nicht, sondern Endkunden erwarten ein funktionierendes Standardsystem mit guten Produktdaten, mit allen wesentlichen Verkaufsinformationen wie Verfügbarkeits- und Preisinformationen. Das ist die klare Erwartungshaltung, das ist der Sockel. Und wenn ich den nicht erfülle, dann bringt mir auch das tollste Feature im Frontend nichts, dann bringt mir auch der tollste Produktfinder nichts, wenn er denn nichts findet, weil die Merkmale nicht gut eingepflegt sind, sondern dann muss man sich erstmal darauf fokussieren, diese Basics richtig machen und aufbauen auf diesen Basics, dann iterativ das ganze Projekt weiterentwickeln und in nächsten Phasen dann auf Basis des Kundenfeedbacks ja auch, das hatten wir ja in mehreren Webinaren jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, und ich werde auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dann auf Basis von Kundenfeedback das Ganze, den Backlog dann zu füllen und dann diesen Backlog zu priorisieren und diesen Backlog dann eben strukturiert auch abzuarbeiten. Ja, und was hilft Ihnen dabei, um da eben schnell einzusteigen? Und jetzt kommt sozusagen ein paar ganz kurze Worte zu unserem Produkt und dann, wie so ein Projektumsetzung aussehen kann. Und dann haben wir auch noch ausreichend Zeit für Ihre Fragen. Also zum einen ist unsere Grundlage in all unseren Projekten IntelliShop Plug and Play. Das ist ein B2B-Commerce-SaaS-Produkt, eine komplette B2B-Software-Suite, mittlerweile auch eigentlich mehr als die reine Software-Suite, weil wir haben dort auch mittlerweile ein gut entwickeltes Partner-Ökosystem, wo wir zum Beispiel Spezialanbieter für Suche, für Analytics, für das Thema Rechtsberatung auch mit hinzugenommen haben, wo es aus meiner Sicht auch sehr gute, eine sehr gute Antwort, auch preislich eine gute Antwort darauf gibt, um hier den großen Hinderniskunden, naja, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie ein 300.000-Euro-Projekt machen und 24 Monate Konzeption machen, dass wir auch bloß keinen Fehler machen und so weiter. Vergessen Sie das Ganze. Darauf kommt es zurzeit nicht mehr drauf an, sondern zurzeit kommt es sehr stark darauf an, wie kann ich möglichst schnell auf die Probleme, die ich habe, und wir haben oben uns die Sachen angeguckt, die unsere Kunden eben sehr stark zurückspiegeln, reagieren. Wie kann ich da agil drauf reagieren und wie kann ich vielleicht auch möglichst schnell einen Entry machen, um dann im nächsten Schritt darauf aufbauend mit den Learnings das Ganze weiterzuentwickeln. Und das funktioniert wirklich exzellent. Also wir haben erst diesen Monat wieder einen Plug-and-Play-Kunden aufgeschaltet und der hat in den ersten Wochen schon seine bisherigen E-Commerce-Umsätze, die er mit seinem bisherig doch etwas überholten und nicht tief integrierten Online-Shop gemacht hat, also die Basics eben nicht richtig gemacht hat, wie Preisanbindung, Verfügbarkeitsanbindung, Produktdaten, das hatte er nicht richtig gemacht. Und dann, man merkte schon, ab dem Zeitpunkt, wo das eben richtig gemacht wurde, ging es durch die Decke und das sieht man jetzt auch an den Umsatzentwicklungszahlen. Also da, das ist wieder mal eine sehr schöne Erfolgsstory, wie man sozusagen hier mit so einem Standardsystem, weil er hat so gut wie keine Customizings da drin gemacht,
Lediglich eine Anpassung im Template und dann eben sehr stark auf das Thema Schnittstellen und Daten sich konzentriert, hier letztlich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell vom Fleck kommen kann. Wir haben natürlich auch dafür fertig vordefinierte Integrationspakete. Das ist ja eine häufige Frage, die an uns angetragen wird. Also wie sieht das aus mit einer SAP-Integration, mit einer Dynamics-Integration, mit PC Penta? Da haben wir aus unseren langjährigen Projekten sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile in die Software auch überführt, in Standardpakete geschnürt und ihnen zur Verfügung gestellt. Das sieht man jetzt auch nochmal hier ganz kurz angerissen. Wir teilen ja unser Produkt in drei wesentliche Bestandteile, also einmal so eine E-Commerce-Prozesskomponente, alles rund um das Thema Produktdatenmanagement, Customer-Management, Order-Management, Content-Management und Marketing-Management ist dort mit drin. Also da hat man für jeden der wichtigen Teilaspekte der E-Commerce-Prozesswelt schon mal eine Antwort mit drin, mit der man auf jeden Fall schon mal anfangen kann. Und dann kann man schauen, okay, funktioniert das Gutscheinmodul in der Form, so wie es da ist, oder brauche ich nochmal spezielle Regeln oder brauche ich nochmal spezielle Aktionen, die hinten raus passieren soll, und dann taucht man hier in eine Diskussion ein. Das Ganze auch fortführend in dem Bereich der Schnittstellen, also wenn Sie Checkout-Integrationen haben, wie zum Beispiel so ein Payment-Provider, die sind vorbereitet, das ganze Thema Datenaustausch ist vorbereitet, also wir haben sehr viele Import-Export-Möglichkeiten, um Daten rein oder raus zu bekommen aus dem System, und eben wie angesprochen gerade sehr viele fertig vordefinierte Schnittstellen, um eben die Systemintegration sehr, sehr gut zu lösen. Und auch für das Thema Zahlen, Daten, Fakten, was im B2B-E-Commerce-Bereich ein 100% unterschätztes Thema ist. Also ich kenne wenige Unternehmen, die wirklich das Thema Analytics im Griff haben. Da ist extremer Nachholbedarf. Da haben wir eine erste Einstiegslösung. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben in unserem Ökosystem auch Partner wie eine Econda zum Beispiel in dem Bereich Analytics mit drin. Die gehen dann nochmal eine deutliche Stufe weiter. Aber für den ersten Einstieg, um sich sozusagen seine Basics, KPIs herausziehen zu können, sind sie hier mit IntelliShop Insight auch ganz gut bedient. Ja, wie sieht jetzt so ein Projektplan aus? Und Sie sehen gerade, ich habe die Folie nicht aktualisiert auf die aktuellsten Monate. Das hätte ich noch machen sollen. Da steht jetzt noch Oktober und November. Also nehmen wir mal an, da würde jetzt Dezember und Januar stehen oben anstatt Oktober und November. Und wir haben ja jetzt gerade den 2. Dezember. Also wir sagen wir mal, Sie hätten sich gestern für IntelliShop entschieden und bestellt. Was würden wir jetzt als nächstes tun? Wir hätten dann einen gemeinsamen Kickoff. Da würden wir alles weitere besprechen mit unserem Professional Service zusammen. Wie und was, wo machen wir jetzt als allererstes? Wo müssen Sie vielleicht noch Schnittstellen Zulieferungen bringen? Und die Schnittstellen Zulieferungen werden aber auch dort sehr detailliert besprochen. Also da geht man hin schon bis auf Feldebene runter mit dem IT-Kollegen, den nimmt man sich an die Hand und sagt dann, okay, ich brauche zum Beispiel für den Materialstamm aus SAP folgende Felder. Ist das die Standard-BAPI? Ist das das? Ist es das? Und wir nehmen sie dort komplett an die Hand während der gesamten Projektlaufzeit. Das erleichtert Ihnen deutlich die Arbeit, das erleichtert Ihnen auch deutlich die Kommunikation. Für Sie bleibt letztlich als Kunde dann eine der Hauptaufgaben natürlich bestehen. Sie müssen für Begeisterung sorgen, Sie müssen Ihre internen Teams mitnehmen, Sie müssen die intern committen auf das Thema E-Commerce. Häufig ist das ja dann letztlich auch getrieben durch eine Leuchtturminitiative, Digitalisierung zum Beispiel aus der Geschäftsführung heraus. Also da hat man auf jeden Fall auch Rückenwind und da kann man sich auch ein breites Kreuz machen intern. Und dann zum Beispiel der IT, die dann häufig in aktuellen Zeiten sagt, naja, also ist ja alles gut und schön, aber ich habe einfach das Problem, dass ich zurzeit zum Beispiel Corona-bedingt einfach sehr viele Remote-Umstellungstätigkeiten oder Ähnliches habe. Und ich kann mich jetzt hier nicht um so ein Schnittstellenprojekt kümmern. Da haben Sie dann einfach, wie gesagt, diesen Rückenwind und den sollten Sie auch nutzen. Ja, das empfehle ich auch jedem Projektleiter oder jedem Projektverantwortlichen. Nutzen Sie den Rückenwind Ihrer Geschäftsführung, um dort einfach Initiativen mit durchzudrücken. Und wir brauchen nicht viele Ressourcen, aber wir brauchen eben gerade für das Thema Schnittstellen mal Input. Und eine Verbindung zum Beispiel zu dem Backend-System, und das sollte man auf jeden Fall machen und genau, da dieses Commitment sozusagen herstellen. So, dann sind wir irgendwann kurz vor Weihnachten, da ist das System sozusagen de facto ready. Ready mit, wir haben das ganze System aufgesetzt, wir haben die Schnittstellen angedockt, wir haben das ERP angebunden, wir haben ein PLM oder PIM-System angebunden für die Produktdaten, wir haben die ganzen E-Mail-Verkehr, redaktionellen Inhalte, also alles, was Sie brauchen, mit so einem Online-Shop live zu gehen, ist fertig. Und dann kümmern wir uns im Januar, sozusagen nach Weihnachten, nach Silvester, kümmern wir uns darum, hier noch eine
Qualitätskontrolle gemeinsam durchzuführen, nochmal die ein oder anderen Feinschliff durchzuführen. Und dann könnten sie sozusagen Mitte, Ende Januar live gehen mit dem System, also innerhalb brutto von 2 Monaten. Das geht natürlich auch noch schneller, wenn Sie zum Beispiel keine ERP-Schnittstelle vom Start haben wollen oder können, weil Sie noch unsicher sind, wie Sie das machen und wie das ankommt, gibt es auch die Möglichkeit, den MVP noch kleiner zu machen und zum Beispiel erstmal mit einer Handvoll Produkten zu starten, die man über Import hineinkommt. Das haben zum Beispiel Kunden gemacht, also selbst Großkunden gemacht, die ohne PIM gestartet sind, mit Excel-Importen, wie zum Beispiel eine Getriebe Bornord. Also auch ein PIM-System ist nicht zwingend Voraussetzung für den Start. Eine gute Idee ist oder ein guter Ansatzpunkt ist, wenn Sie Teilsortimente oder idealerweise natürlich einen großen Teil des Sortiments schon irgendwo strukturiert vorliegen haben. Ja, das kann eine Excel sein, das kann ein CSV sein, das kann BME-Card sein, das kann was auch immer sein, was Sie da haben, um Ihre Daten zu strukturieren. Gut, bevor wir zu den Fragen kommen, hier noch den Hinweis. Wir haben auch ein ganz aktuelles White Paper, das wir im November rausgebracht haben. Wir machen im Follow-up neben den Folien und der Aufzeichnung, die wir dann verschicken, gibt es dann auch diesen Link zu dem White Paper noch. Da haben wir eine sehr detaillierte Vorgehensweise und auch nochmal Must-Haves und eine Checkliste aufgestellt zu dem rund um den Themenkomplex. Keine Ressourcen, kein Budget, das brauchen Sie wirklich für ein E-Commerce-Projekt. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema des heutigen Webinars gewesen, deswegen passt das ganz gut miteinander zusammen. Wo Sie dann nochmal wirklich durchgehen können und sagen können, okay, das sind jetzt meine Punkte zum Erfolg, so und so müsste ich das jetzt machen. Und da kommen auch noch andere Aspekte nochmal stärker heraus, die ich heute nur angeschnitten habe im Webinar, wie zum Beispiel das Thema Team, was da nochmal besondere Bedeutung findet. Also es ist auf jeden Fall einen Blick wert, da nochmal hineinzuschauen und lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, kriegen Sie, wie gesagt, im Nachhinein alles mit Folien von heute und Aufzeichnung zugesendet. Gut, ich gucke auf die Uhr und wir sind perfekt in der Zeit. 10.41 Uhr. Ich hatte so 5 bis 10 Minuten Fragen eingeplant. Unsere Webinare sind ja immer so auf 45 Minuten getimed. Von daher würde ich sagen, trinke ich jetzt mal einen Schluck und Sie dürfen sich ein paar Fragen überlegen und die gerne einstellen. Ich sehe schon, das war wie bei den Ja- oder Nein-Fragen vorhin. Also rechts unten ist der Chat. Ich hoffe, er ist, ich glaube, so. Ja. Da dürfen Sie gerne was eintragen. Ich habe gerade gesehen, da wird auch schon getippt. Sehr gut. Feedback ist, das Thema war gut aufbereitet, derzeit keine Fragen. Vielen Dank. Das freut mich. Dankeschön. Gut, ich gucke noch mal ganz kurz auf die Uhr. Wir warten noch vielleicht 10 Sekunden, ob vielleicht noch jemand eine Frage anfängt einzutippen. Ansonsten eine Frage, die uns natürlich auch immer wieder sehr häufig gestellt wird in den Erstgesprächen. Da kann ich Sie nur animieren, wenn das Thema oder das Webinar jetzt Lust auf mehr gemacht hat. Dann ist eine Frage, die immer sehr häufig gestellt wird, naja, wie schaffe ich das denn sozusagen, das aufzubereiten und da eine Entscheidung auch intern herzustellen? Und da empfehle ich immer den guten alten klassischen Business Case. Das machen wir auch zusammen. Wir unterstützen da sehr viele Unternehmen, so ein Business Case auch aufzuziehen und sozusagen die Reason Why, wie man so schön sagt, dann einmal zusammenzustellen.
und eben zu erklären und aufzubereiten, wo kann das heute zum Einsatz kommen, wo kann E-Commerce eben heute helfen, was sind unsere Erwartungshaltungen für die ersten 6, 12, 18, 24 Monate, was sind Ziele dahinter, wie sollen sich dann die Zahlen entwickeln, dass man auch klare KPIs hat, weil wir sprechen hier über ein Softwareprojekt und da sollte man immer auch klare Erwartungshaltung, klare KPIs daran definieren, um ja eben nicht sozusagen in einen Weg zu galoppieren, wo man dann irgendwann mit Durchhalteparolen sozusagen sagt, naja, es wird dann schon nächstes Jahr, kommt dann der Durchbruch, nein, sondern dass man dann auch klar für sich macht, okay, was muss ich denn verändern, dass man das dann auch durchzieht und sich hier eben sozusagen solche klaren Sollbruchstellen auch mit einbaut, um immer wieder auch zu recappen, zu reviewen und hier eben den nächsten Schritt für sich klar zu kriegen. Das will ich Ihnen noch mitgeben, Business Case, und da unterstützen wir Sie auch gerne. Und von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zu guter Letzt, bleiben Sie gesund. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit in der aktuellen Situation. Schützen Sie sich, bleiben Sie gesund, schauen Sie auf sich. Ich wünsche Ihnen, wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen sollten oder hören sollten in Webinaren oder in Sessions, eine gute Vorweihnachtszeit und dann auch Weihnachtszeit. Und bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Teilnahme. Hier sehen Sie nochmal meine Kontaktdaten eingeblendet, ansonsten auch auf unserer Webseite. Wir haben sehr viele Webinare und Whitepaper zum Download in unserem Ressourcencenter und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche und ein hoffentlich gutes Jahresendgeschäft. In diesem Sinne, bis bald. Dankeschön.